Ja, wunderschönen guten Morgen. Ein Morgen, ein Montagmorgen, an dem niemand aus der Spitze von CDU, CSU und SPD sprechen will. Man will jetzt hinter den Kulissen endlich die Regierung unter Dach und Fach bringen. Aber während die alten Gesichter die alten Themen besprechen, um die alte Regierung fortsetzen zu können, wächst der Widerstand dagegen. Neue Köpfe, neue Gesichter, neue Ideen fordern immer mehr Deutsche und vor allem junge Deutsche. Und deshalb haben wir uns zwei führende Jungpolitiker eingeladen. Guten Morgen an Konstantin Kuhle hier im Studio, Chef der Jungen Liberalen. Guten Morgen, hallo. Und guten Morgen an den Chef der Bayerischen Jungen Union, Hans Reichert. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kuhle, wie alt muss man sein, um ein richtig guter Politiker zu sein? Ach, das ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Einstellung. Aber bei Leuten, die das schon seit 20, 30 Jahren machen, habe ich manchmal den Eindruck, könnte es eine Erneuerung ganz gut gebrauchen. Und gerade wenn ich mir anschaue, jetzt wollen Schulz, Seehofer und Merkel ins Kabinett, in der Kombination vielleicht nicht gerade ein junger Aufbruch. Wenn wir uns den internationalen Trend anschauen, Frankreich, Österreich, aber natürlich auch Kanada, viele junge Spitzenpolitiker. Hier in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Alle GroKo-Spitzenleute zum Beispiel sind über 60. Warum, Ihrer Meinung nach? Warum hinken wir in Deutschland da hinterher? Na, ich glaube, es gibt in Deutschland oft noch ein falsches Verständnis davon, was wirklich gute Politik ausmacht. Und dann heißt es hier, du hast keine Lebenserfahrung, stell dich erstmal hinten an. Aber das ist in einer Zeit, in der wir mit Digitalisierung, mit der demografischen Entwicklung, mit auch neueren Herausforderungen im Bereich der Bildung so viel Neues machen müssen, auch mal neuer, frischer Ideenbedarf, das sehen viele nicht. Und dafür muss man werben, dafür muss man eintreten. Ich bin froh, dass wir es hingekriegt haben, dass unsere Fraktion die jüngste ist im Deutschen Bundestag. Aber das war auch nicht leicht. Da muss man sich dann auch mal durchsetzen auf niedrigeren Ebenen und Kandidat erstmal werden. Sie haben gesagt, Schulz, Merkel, Seehofer steht es nicht gerade für Aufbruch. Haben die denn ausgedient? Ach, ich glaube schon, dass irgendwie wir mal zu einem Punkt kommen müssen, wo auch in der CDU sich Leute fragen müssen oder in der CSU, kommen da jetzt Jüngere ran? Jetzt hat es ja in der CSU geklappt, Markus Söder als eine jüngere Figur nach vorne zu stellen. Ich glaube, das ist in der CDU auch überfällig. Und Sie hatten natürlich die Gelegenheit, im Rahmen der Jamaika-Koalition zu regieren. Es hat nicht geklappt. Aber einer, der ganz vermutlich der Regierungspartei angehören wird, ist Herr Reichert. Guten Morgen, Herr Reichert. Fühlen Sie sich denn als junger Politiker ausreichend repräsentiert in der GroKo-Spitze? Also wir haben ja gerade in der zweiten Reihe mit Andreas Scheuer, mit Doro Beer, wirklich viele junge Leute inzwischen. Wir haben in der CSU diesen Generationenwechsel hinbekommen. Und ich glaube, die SPD hinkt da dort etwas hinten drei. Bei der CDU schaut es schon ein bisschen anders aus. Wir haben dort mit Jens Spahn, mit Carsten Lindemann wirklich viele Junge, die in der zweiten Reihe stehen. Aber wo Sie recht haben, ist, es muss jetzt auch die Zeit kommen, wo diese Leute wirklich in die zweite Reihe in der Regierung einrücken können. Das heißt, wir brauchen auch Ministerämter, wir brauchen Staatssekretärsämter wirklich für junge Leute. Und es darf nicht mehr sein, dass ich einfach möglichst viel Zeit im Parlament absitzen muss, bis ich irgendwann mal in Verantwortung komme, sondern es ist jetzt die Zeit, wo man sagen muss, ja komm, lass uns auch mal probieren, einfach junge Leute ranzulassen und auch mal nicht Leute, die schon lange geschliffen sind durch ein Parlamentsbetrieb, sondern einfach die frische neue Ideen reinbringen. Herr Kuhle hat gerade gesagt, die GroKo-Gespräche vermitteln nicht gerade eine Aufbruchstimmung. Das hat ja auch was mit dem Personal zu tun. Man hat eher das Gefühl, dass etwas zu Ende geht, als dass es anfängt. Warum eigentlich? Nun, ich glaube, dass wir primär bei der SPD das Problem haben, dass wir hier einen Parteivorsitzenden haben, der sehr stark rumeiert, der auch, und das muss man glaube ich sagen, aus einer ganz anderen Welt kommt, aus der Brüssel-Welt kommt, wo noch ganz anders Politik gemacht wird, die noch viel, also, viel weiter weg ist von dem, wie wir uns Politik vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt dann schon die Zukunftsthemen anpacken. Dort ist auch Alex Dobrindt jemand, der da Gewehr dafür ist, aber dort hat gerade die SPD noch ein bisschen Nachholpotenzial. Also liegt es ausschließlich an der SPD? Nein, es liegt sicherlich an den anderen auch, dass wir viel, viel Zeit mit der SPD, mit den Grünen verbraucht haben, dass dort vieles möglich gewesen wäre, was in Zukunftsthemen auf dem Tisch gelegen ist. Das hat die FDP leider geblockt, aber es liegt sicherlich auch an ein paar anderen Punkten. Aber primär ist es so, dass wenn ein möglicher Koalitionspartner reinstartet mit Familiennachzug, ärztliche Versorgung und Befristungsthemen, dann sind es keine Zukunftsthemen. Wir müssen jetzt schauen, dass eines der wesentlichen Themen auch ein Zukunftsthema ist, und das sehe ich einfach bei der SPD so nicht. Herr Kuhle, Jugend an sich ist vielleicht noch keine Tugend, aber sie kann helfen in der Politik. Wie? Naja, es kann dabei helfen, die Lebensrealität junger Menschen mal in die parlamentarische Realität zu tragen. Es ist so, dass der Durchschnitt im Parlament, glaube ich, bei 50 liegt, und jemand, der frisch von der Schule kommt, sich vielleicht eine Wohnung sucht in einer bestimmten Stadt, der sein Studium finanzieren muss. Die Frage ist, reicht das BAföG aus? Sowas weiß man gar nicht mehr als 40, 50-jähriger Politiker. Und deswegen hilft es, wenn man auch Jüngere dabei hat. Und deswegen ist der Altersschnitt im Parlament zu hoch. Mhm. Zu hoch, Herr Reichert, was meinen Sie denn? Wie viele jüngere Köpfe müssen denn in das Kabinett? Ich glaube, dass wir
es nicht absolut an den Köpfen selber festmachen sollten, sondern wir sollten es an den Ämtern auch festmachen. Es helfen uns viele junge Köpfe, die dann in Anführungszeichen nur Staatssekretär sind, nicht, sondern wir brauchen da zwei, drei wirklich Ministerposten für junge Leute, die dort das Thema Digitalisierung anpacken. Digitalisierung ist kein Thema, das jemand über 60 noch glaubhaft vermitteln kann. Wir brauchen meines Erachtens auch in der ganzen Arbeits- und Sozialpolitik, wo sich ein riesen Wandel durch die Digitalisierung eingeschlichen hat, dort jemand Jungen. Also ich glaube, wir brauchen zwei, drei wirklich junge Minister, deutlich unter 50, und das wäre, glaube ich, das, was wir wirklich anstreben sollten. Und vor allem, was wir, glaube ich, auch brauchen, ist, wir müssen wirklich rauskommen aus dieser, ich sitze seit dem Parlament ab und erst dann kann ich irgendwas leisten. Das ist, glaube ich, das entscheidende Signal, was auch diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wirklich geben muss. Also ein Wirtschaftsministerium erweitert um Digitales kommt für Horst Seehofer dann nicht in Frage? Ich weiß nicht, was Horst Seehofer selber vom Ministerium sich wünscht, aber ich glaube, wir brauchen in Deutschland wirklich ein Digitalministerium, wo alle Kompetenzen gebündelt sind, das nicht nur so ein bisschen Ziele vorgibt, sondern wirklich eigene Kompetenzen hat, das wirklich auch mal Deutschland jetzt in die Digitalisierung reinbringt, weil nur von Breitbandausbau zu reden, ist ja dann schon lange nicht mehr genug, sondern wir müssen dort wirklich jetzt anpacken, und das kann nur ein eigenes Ministerium besetzt mit wirklich einem jungen Kopf machen. Wenn man Sie beide hier so hört heute Morgen, dann ist ganz klar, es braucht eine Aufbruchsstimmung. Sie sind sich einig, es braucht jüngere, frischere Köpfe. Und auch der Hashtag, diese jungen Leute, unter dem ja auch ganz wild schon getwittert wird und diese Thematik angesprochen wird, ist ja auch präsent und aktiv. Fühlen Sie sich denn als Juli sicherlich, als Vorsitzender der jungen Liberalen, aber generell fühlen Sie sich von Ihrem Parteikollegen ernst genommen? Ja, also ich fühle mich ernster genommen als in anderen Parteien, wenn ich mir anschaue, wie so die Quoten an jüngeren Menschen in anderen Fraktionen aussehen. Da bin ich schon ganz froh, in der FDP zu sein oder jüngere Menschen dabei zu haben. Es ist aber nicht so, dass automatisch, nur weil man jünger ist, man auch auf die richtigen Themen kommt. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass das, was die Jusos auch im Bereich der Rentenpolitik da gerade vorschlagen in den Großen Koalitionsgesprächen, ein Angriff auf die Generationengerechtigkeit ist. Die Große Koalition ist gerade dabei, den Generationenvertrag aufzukündigen und Politik gegen die Jugend zu machen. Also man muss sich schon entscheiden, wo man inhaltlich steht, und dann ist es auch keine Frage des Alters. Ihr Kollege Kevin Kühnert sorgt ja für große Furore, Kollege im Sinne von jugendliche Arbeit. Wie bewerten Sie seine Arbeit, sein Auftreten? Ich respektiere Kevin Kühnert sehr dafür, dass er überhaupt irgendetwas will. Übrigens genauso wie die CSU, die auch eigene Projekte hat und sie mit einbringt. Aber die Union, also die CDU, geht ja momentan durch die Lande und verkauft die Erfolge, keine Steuererhöhungen, keine neuen Schulden, kein Dieselfahrverbot, als ihr eigenes Projekt. Aber was will eigentlich die Union? Was ist eigentlich das neue Zukunftsprojekt von Angela Merkel und der CDU für die nächsten 4 Jahre? Das vermisse ich, und da würde, glaube ich, ein bisschen mehr diese jungen Leute dieser Großen Koalition oder der Politik insgesamt ganz gut tun. Haben Sie den Jusos da auch ein bisschen die Daumen gedrückt? Das verrate ich nicht. Also ich glaube, ich finde es gut, wenn junge Leute da mal so ein bisschen auf den Putz hauen. Jetzt haben es bei der grünen Jugend, haben es auch Leute geschafft, in die Parteispitze aufzurücken. Ich finde das gut, wenn in allen Parteien Leute auch nach vorne kommen, mit denen man ein gutes Verhältnis hat. Aber inhaltlich muss ich sagen, bin ich von den Jusos, glaube ich, weiter entfernt als von Leuten in der SPD, die sagen, man muss in der Rentenpolitik auch mal was für die Jugend machen und nicht nur Ausgabenwünsche addieren, die dann am Ende von der nächsten Generation bezahlt werden. Herr Reichert, die Attitüde, der soll erstmal erwachsen werden und der soll erstmal seine Spuren verdienen und die Ochsentour machen. Ist das ein System, das sich nach und nach in Deutschland verflüchtigen wird? Ist es obsolet geworden? Es ist leider nicht obsolet, aber es wird hoffentlich bald obsolet, weil so gewinnen wir keinen einzigen Jungen mehr für die Politik. Wenn wir sagen wollen, hey, mach was für dein Land, begeister dich für dein Land, dann muss er auch bald die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir auch mit den Liberalen übereinstimmen. Wir brauchen wieder junge Leute, die aber auch die Möglichkeit haben, nach 10 Jahren wieder raus aus der Politik zu gehen und wieder in die Wirtschaft zu gehen und danach wieder zurückzukommen. Ich glaube, das ist so ein Sinneswandel, den brauchen wir in der Politik. Da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Aber diese Geschichte mit der Ochsentour, die muss ein Ende haben, weil ansonsten fährt auch unser System irgendwann an die Wand. Sonst haben wir nur noch 60, 70-Jährige in der Verantwortung. Und ich glaube, das ist was wir nicht wollen als Junge, aber was auch der Gesellschaft an sich schaden würde. Sie haben ja vor einigen Wochen viel Aufsehen erregt, indem Sie sich öffentlich für einen Generationenwechsel in der CSU ausgesprochen haben. Wie viele nehmen Ihnen das heute übel? Ich glaube, rückwirkend betrachtet sagen also fast alle, mit denen ich gesprochen habe, ja, ihr habt recht gehabt. Es war eine Bewegung da, die gesagt hat, wir brauchen noch in der CSU diese Erneuerung. Und ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, wie wir jetzt aufgestellt sind, dann ist es eine gute Aufstellung, die wir haben. Wir haben in Bayern einen Markus Söder, der neue Impulse reinbringt, gleichzeitig Horst Seehofer, der
mit seiner Erfahrung in Berlin in dieser Konstellation der Beste ist, der für uns verhandeln kann. Und deswegen, es haben wir eigentlich bis auf ein, zwei wirkliche Ausnahmen niemand übel genommen, weil wir dort wirklich, glaube ich, auch diese Sprache ja, der Basis bei uns in der Partei waren. Und jeder gesagt hat, Mensch, gut, dass ihr es gemacht habt. Die Ochsentour muss ein Ende haben, sagt Hans Reichert. Da haben Sie ganz heftig zustimmend genickt. Herr Kuhle kennt das wahrscheinlich auch aus Ihrer eigenen Biografie. Ja, absolut. Das Problem ist doch, dass wir uns mal fragen müssen, welche Leute wollen wir eigentlich in der Politik haben? Wollen wir Leute, die nie rausgekommen sind, die von ihrer frühesten Jugend an Politik gemacht haben und immer in dem Zwang gelebt haben, nicht auch mal Erfahrungen außerhalb zu machen, vielleicht mal im Ausland zu leben und zu arbeiten? Ja, das ist auch ein Wert in der heutigen Zeit, in der wir darüber reden, wie wächst eigentlich die internationale Gemeinschaft weiter zusammen oder driftet nicht weiter auseinander. Und stattdessen ist es ein Wert, sich eigentlich nie rauszubewegen und immer dort zu bleiben, wo man ist. Und das wird nicht dazu führen, dass wir die richtigen Leute in die Politik kriegen. Deswegen dringend mehr Austausch, dringend auch mehr Möglichkeiten in den Parteien. Zum Beispiel, indem wir Spitzenkandidaten auch mal per Urwahl bestimmen. Andere Parteien haben damit ja schon angefangen. Ich finde das auch eine spannende Lösung für meine Partei. Zum Beispiel in meinem Landesverband beim nächsten Mal. Warum nicht? Auch mal über eine Urwahl, auch mal über Partizipation von Leuten, die vielleicht eine andere Biografie haben, mehr Leute einbinden. Fände ich gut. Also Sie meinen das sozusagen über die Parteimitglieder hinaus? Könnte ich mir gut vorstellen, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Es ist nämlich, am Ende soll es ja darauf ankommen, dass man die Menschen überzeugt und nicht nur die eigene Partei. Also wenn die FDP immer nur die eigenen Leute überzeugt, dann landet sie schnell wieder da, wo sie zwischen 2009 und 2017 gewesen ist. Und das wollen wir nicht, sondern müssen auch nach draußen gehen. Und deswegen fände ich Vorwahlen, Urwahlen spannend. Fände ich einen interessanten Ansatz für die deutsche Politik, auch mal mehr Leute dafür zu begeistern, was in Parteien für Diskussionen stattfinden. Wir sehen hier auch die Bundeskanzlerin Herrn Seehofer und Martin Schulz. Deswegen nochmal Hans Reichert die Frage, die wir auch heute Morgen hier aufstellen. Braucht die Politik einen Generationswechsel? Ganz klare Antwort bitte. Ich glaube, wir brauchen jetzt in der zweiten Reihe einen deutlichen Generationenwechsel, wo wir jetzt junge Leute heranführen können, die dann nach der nächsten Bundestagswahl wirklich in Verantwortung kommen können. Jetzt selber zu sagen, jetzt müssen alle weg, wäre meines Erachtens verfehlt, wäre falsch. Aber wir brauchen jetzt den Generationenwechsel in der zweiten Reihe bei den Ministern. Dort muss ein wirklicher Wechsel, ein Wandel rein. Ist das nicht komisch, dass in der Wirtschaft immer versucht wird, Nachfolger aufzubauen und in der Politik immer versucht wird, Nachfolger klein zu halten? Ich glaube, das ist zum Teil Wesen der Politik, dass sich manche Leute dann so an ihre Ämter klammern, weil sie auch sonst nichts mehr haben. Da hat Konstantin recht, dass wir eine gewisse Generation erlebt haben, die sonst außer Politik nichts haben. Und ich glaube, das muss unser Antrieb auch als Junge sein, dass wir das verhindern, dass wir Leute in die Politik bekommen, die außer Politik sonst keinen Beruf gehabt haben, sonst nichts haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch die Verantwortung der Jungen, hier ein bisschen Mahner zu sein und zu sagen, ja, mach was, sei beruflich erfolgreich und dann wechsel in die Politik und bring deine Erfahrungen ein. Ich glaube, das ist der richtige Weg und den setzen wir, glaube ich, auch wirklich konsequent in den letzten Jahren um. Hat Frau Merkel da auch versagt? Wäre das Ihre Aufgabe gewesen, dafür zu sorgen, dass mehr Nachfolger heranwachsen können? Und ich glaube, das muss die CDU selber beurteilen. Aber auch die CDU hat ja mit Jens Spahn, mit Carsten Linnemann wirklich gute Leute, die dort auch jetzt bereitstehen, auch junge Leute, die eigene Ideen haben. Und deswegen, ich glaube, in jeder Partei gibt es Leute, die das Potenzial haben, jetzt in die Verantwortung zu kommen. Man muss sie jetzt lassen, da sind die Alten noch ein bisschen gefordert. Aber ich sehe da durchaus auch die Bereitschaft bei vielen, dort jetzt was zu machen. Gerade in der Union ist, glaube ich, diese Erkenntnis angekommen, dass jetzt auch die Zeit der Jungen ist und dass manche Themen auch nur von jungen Menschen, von jungen Politikern wirklich auch glaubhaft und auch effektiv bespielt werden können. Herr Kuhle, ist die Frage auch an Sie. Braucht die Politik neue Köpfe? Eine Frage, die wir uns seit geraumer Zeit stellen, aber insbesondere heute Morgen. Ja, unbedingt. Wir brauchen in Kabinetten, in der Regierung, auch im Parlament Leute, die Quereinsteiger sind, die auch eine andere Biografie haben. Und am Ende macht es die Mischung. Ich kann auch nicht sagen, man muss immer irgendwie vorher schon ganz viel gemacht haben, weil dann habe ich nämlich genau das Problem, dass ich keine Jungen in die Politik bekomme. Also da beißt sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz. Aber man muss es hinkriegen, eine Mischung verschiedener Persönlichkeiten, übrigens auch verschiedener Geschlechter, in der Politik abzubilden. Da hat meine Partei auch noch Nachbesserungsbedarf. Und dann wird man, glaube ich, erfolgreicher sein, als man es ist, wenn man nur auf eine bestimmte Generation, nur auf einen bestimmten Habitus und nur auf ein bestimmtes Alter setzt.
Wie viel Austausch gibt es denn zum Beispiel mit Hans Reichert oder auch mit Kevin Kühnert? Gibt es dort einen Pakt, wenn Sie so wollen, unter den jüngeren Politikern? Also Pakt gibt es nicht, aber wenn man sich sieht und miteinander unterhält, dann hat man schon manchmal das Gefühl, dass man die ähnlichen Probleme und die ähnlichen Fragen mit Jüngeren aus anderen Parteien teilt und sich da vielleicht manchmal näher ist als mit den Älteren aus der eigenen Partei. Hi. Na. Ja. Und ein kleines Treffen, das wir hier arrangiert haben für Sie. Schönen guten Morgen, Frau Söding. Schön, dass Sie da sind. Ja, bevor wir Sie gehen lassen, noch eine Frage, die uns später in der Sendung beschäftigen wird, weil wir nach Schweden später noch schalten werden. IKEA natürlich, ein ganz großes Thema. Können Sie eigentlich ein IKEA-Regal aufbauen? Ich habe da gerade eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe mir für meine Wohnung hier in Berlin ein IKEA-Bett gekauft und ich habe 7 Stunden aufgebaut. Es war die Hölle, aber ich bin sicher, es ist meine Schuld. Also die Anleitung war sehr gut, aber ich war einfach zu untalentiert. Also, das lassen wir dann so mitstehen. Vielen Dank fürs Kommen heute Morgen, Herr Kohles. Wir machen gleich weiter mit Frau Söding. Schön, dass Sie da sind. Ja, haben Sie noch IKEA-Möbel zu Hause? Ja, tatsächlich. Und ich habe auch für meine Berliner Vielleicht mit Mikrofon? Ja, ist vielleicht besser. Ich habe auch für meine Berliner Wohnung einiges aus diesem Möbelhaus gekauft. Und zusammen mit einem Akkuschrauber hat das ganz gut funktioniert, tatsächlich. Ja, wunderbar. Wir wollten uns auch von Hans Reichert verabschieden. Ich weiß nicht, ob der noch in der Leitung war, und begrüßen Katrin Göring-Eckert. Guten Morgen. Offenbar doch noch nicht in der Leitung. Ja, wir wollten nämlich eigentlich auch über... Ach, Frau Göring-Eckert, Sie hören mich. Sie tun mir sie zumindest schon mal. Also ich kann Sie total gut hören. Wunderbar. Ja, sehr gut. Wir wollen natürlich noch nicht nur über... Ich habe auch gerade an meine letzten IKEA-Erfahrungen gedacht, ja. Ja, aber das hinter Ihnen ist kein IKEA-Regal, sehe ich. Nee, das ist mein Bundestagsbüro, da gibt es kein IKEA. Wir wollen aber natürlich nicht mit Ihnen über IKEA sprechen eigentlich, sondern über den möglichen Generationswechsel in der Politik, den wir gerade mit Herrn Kuhn und Herrn Reichert auch besprochen haben. Wenn Sie hören, wie viele junge Politiker sich jetzt einen Generationenwechsel wünschen, fühlen Sie sich davon angesprochen oder bedroht, Frau Göring-Eckert? Nein, gar nicht, im Gegenteil, weil ich finde, es ist jedes moderne Unternehmen wird immer sagen, man braucht Diversity, also sprich unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und wir haben das gerade am Wochenende, finde ich, ganz gut vorgemacht, dass wir Generationenwechsel mit Erfahrung verbinden. Und darauf bin ich ziemlich stolz, dass es gelungen ist. Und es ist ja auch nicht im Crash gelungen oder weil wir es unbedingt mussten, sondern weil wir es wollten. Die Frage ist natürlich, wann ein solcher Generationswechsel vollzogen werden soll, Frau Söding. Heute Morgen haben sich sowohl Konstantin Kuhle als auch Hans Reichert sehr dafür ausgesprochen, dass eben das System, so wie wir es in Deutschland pflegen mit der Ochsentour und sich erst langsam andienen und erwachsen werden und dann erst ernst genommen werden, ein bisschen ausgedient hat. Würden Sie ihm beipflichten? Naja, es ist nicht mehr die Realität überall. Also ich selber bin das beste Beispiel. Ich bin damals, da war ich noch keine 4 Jahre in der Partei, Spitzenkandidatin meiner Partei für die hamburgische Bürgerschaftswahl geworden. Da war ich auch noch deutlich unter 40. Also es geht auch anders und das ist auch gut so. Es ist gut, dass wir eine Mischung haben aus Politikern, die sehr viel Erfahrung haben, aber auch Menschen, die vielleicht jung sind oder die auch schon älter sind, aber einen reichen beruflichen oder sonstigen Erfahrungsschatz mitbringen. Darauf kommt es an. Waren Sie damals eine Ausnahme? Also in der Hamburger FDP ist das jetzt nicht gang und gäbe gewesen damals, aber es geht und es zeigt einfach, dass es da auch andere Modelle gibt als die klassische Ochsentour. Ja. Frau Göring-Eckert, Sie sagen, Sie haben die Grünen haben jetzt den Generationenwechsel vorgemacht. Muss das folgen in den anderen Parteien? Naja, ich glaube, es macht ja wenig Sinn zu sagen, jetzt müssen alle mal irgendwie ihre Führung wechseln. Aber man spürt schon, dass die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, einer bestimmten Generation, die sehr, sehr lange jetzt schon in der Politik ist, in den Volksparteien, dass sie nicht mehr funktionieren. Und das Entscheidende ist ja, ob alle der Meinung sind, wir können es auch anders probieren, wir gehen die großen Fragen wirklich groß an, oder ob man weiterhin versucht, dieses Moderieren und an kleinen Schräubchen drehen zu machen. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, wie alt man ist oder wie lange man das schon macht, sondern ob man es auch anders machen will. Als ich angefangen habe in der Bundespolitik, ich bin auch relativ schnell Fraktionsvorsitzende geworden im Bundestag mit Mitte 30, da haben wir irgendwie riesige Instrumentenkästen ausgepackt und damals Sozialreformen unter anderem gemacht, aber auch wichtige ökologische Reformen. Dann hatten wir so einen krassen Reformstau durch die Kohl-Regierung. Und im Grunde genommen sind wir jetzt wieder an genau derselben Stelle, nur mit anderen Themen. Wir haben wieder einen großen Reformstau, das heißt, man braucht eine Vision und dann auch das Handwerkszeug dafür. Und da ist es einfach gut, wenn unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedlicher Esprit, unterschiedliche Leidenschaft in den verschiedenen Parteien eine Rolle spielen.
Und das merkt man im Moment ganz entscheidend, finde ich, bei der SPD, dass Kevin Kühnert eine Hoffnung für diese ganze Partei ist. Nur diejenigen, die da gerade noch im Sessel sitzen, wollen es nicht so ganz wahrhaben und versuchen, ihn zu bekämpfen. Ich finde, der ist eigentlich ein bestes Beispiel dafür, dass man sagen müsste, hey, der bringt uns total viel Innovation und mit dem arbeiten wir zusammen. Jetzt verhandeln die Bundeskanzlerin Horst Seehofer und Martin Schulz, wir haben sie hier auch noch mal im Bild, verhandeln, um endlich Deutschland eine neue Regierung zu beschaffen. Hat diese Generation aus Ihrer Sicht ausgedient, Frau Göring-Eckardt? Ich glaube, nochmal, es liegt nicht an der Generation, aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass man keine Lust mehr hat, was Neues zu machen oder sich was Neues auszudenken. Wir haben ja mit Teilen dieser Damen und Herren sondiert. Und was wir da gesehen haben, war, dass zwischendurch irgendwie die Union gesagt hat, na Mensch, habt ihr denn vielleicht mal eine neue Idee zum Thema Kinderarmut? Habt ihr denn vielleicht mal eine neue Idee? Und genau das ist der Punkt. Gibt es noch neue Ideen in der Politik? Ja, gibt es. Und aber offensichtlich eben nicht mehr bei der Union und offensichtlich auch nicht mehr bei der SPD. Weil wenn ich mir das anschaue, dann reden wir über ganz alte Instrumente. Natürlich wollen wir keine Zweiklassenmedizin. Natürlich wollen wir, dass Menschen anständig abgesichert sind bei der Arbeit. Aber manchmal habe ich das Gefühl, der Arbeitskampf gerade bei der IG Metall ist weiter als das, was die SPD gerade in den Koalitionsverhandlungen verlangt. Weil da geht es darum, dass Leute auch Zeit brauchen für ihre Familie, für Pflege, für sich selber vielleicht auch. Und die SPD verhandelt eben an den kleinsten Schräubchen, um die es geht. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil im Grunde geht es darum, angesichts der neuen Verhältnisse einen Neustart zu wagen. Und das können Leute, die lange dabei sind, das können Leute, die neu sind. Aber die können es irgendwie ganz offensichtlich eben alle nicht. Die SPD sollte einen Neustart wagen und jemanden wie Kevin Kühnert mit einbeziehen. Teilen Sie diese Bewunderung für Kevin Kühnert, die wir heute Morgen ja schon mehrfach gehört haben? Er kämpft für seine Überzeugung, die ich nicht natürlich zu 100% teile. Ich finde auch einiges an Methoden vielleicht etwas fragwürdig. Aber er kämpft für etwas, er steht für etwas. Ich denke, wir werden auch noch viel von ihm hören. Aber ansonsten sehe ich das sehr ähnlich wie Katrin Göring-Eckardt. Es ist nicht das Lebensalter der drei Herrschaften, die das Problem ist. Es ist tatsächlich, dass man nicht wagt, Neues zu gehen. Wir haben es ja in den Koalitionsverhandlungen, in den Sondierungsverhandlungen damals zu Jamaika auch erlebt, wie da mit der Zukunft der Bildungspolitik umgegangen ist. Es wäre eine großartige Chance gewesen, endlich mal einen Schritt nach vorne zu gehen, ans Kooperationsverbot ranzugehen. Das, was wir jetzt auch damals bei Jamaika und jetzt in den GroKo-Sondierungen erleben, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Da erlaubt man dem Bund, sich ein bisschen mehr an der Sanierung von Schulen zu beteiligen. Es geht aber nicht darum, dass man die Lehrer besser ausbilden muss, damit sie auch in der Lage sind, das digitale Lernen überhaupt umsetzen zu können. Man hat die Chance verpasst, endlich mal bundesweit hohe Qualitätsstandards einzuführen, so dass auch mehr Mobilität von Familien mit schulpflichtigen Kindern in Deutschland möglich sein wird. All das hat man einfach versäumt. Das wäre dringend überfällig gewesen. Und das geht leider mit Frau Merkel und insbesondere auch Herrn Seehofer in diesem Fall nicht. Aber liegt das nicht eher an dem Alter der Wähler als an dem Alter der Politiker? Wir wissen ja, dass die Jungen weniger wählen proportional und gerade CSU, CDU, SPD sehr viel alte Wähler haben. Ja, wobei es ja nicht heißt, dass ältere Wähler ältere Politiker wählen. Also ich glaube, den Schluss Nein, darf aber, man dass nicht man eine ziehen. Politik macht, die denen wichtig ist, sprich Rente. Also es ist ja eine wichtige Gruppe. Ja, aber nehmen Sie doch viele ältere Menschen, die Kinder haben, die Enkelkinder haben, die interessieren sich unglaublich für eine gute Bildungspolitik. Die wollen, dass es in unserem Land weitergeht. Also ich würde ältere Menschen nicht unterstellen, dass sie nur zusehen, was kann mir noch in meinem Leben Gutes getan werden und die nachfolgende Generation nicht mehr im Blick haben. Ganz im Gegenteil. Also das, glaube ich, kann man so nicht erklären. Und der Generationswechsel natürlich, über den wir heute Morgen hier auch sprechen. Frau Göring-Eckardt, haben Sie Probleme, junge Politiker, aufstrebende Politiker, politisch interessierte junge Leute an für ihre Sache und für ihre Partei zu begeistern? Ja, ehrlich gesagt nicht. Wir haben gerade bei den Jungen sehr viele Eintritte und erleben, dass wir eine grüne Jugend haben, die sehr aktiv ist. Wir haben jetzt inzwischen im Bundesvorstand Leute zwischen unter 30 und um die 50. Und wir haben insgesamt als Partei an der Führung eben das ganze Portfolio. Und das merkt man, wenn man junge Leute anspricht. Die lassen sich auch nicht automatisch nur von Jungen ansprechen. Manchmal ist eben auch jemand, der älter ist, irgendwie Kult und ist überzeugend, aus welchen Gründen auch immer. Und das Problem haben wir nicht. Und das haben wir, glaube ich, auch deswegen nicht, weil man bei uns in der Partei sehr schnell mitmachen kann. Und manchmal kommt man auch sehr schnell in eine Funktion. Ich glaube, Robert Habeck ist
an dem Tag, als er das erste Mal bei einer Kreisversammlung war, gleich Kreisvorsitzender geworden. Und ja, eine junge Grüne, die in Sachsen lebt, ist sehr schnell, ich glaube, irgendwie Kassiererin, jedenfalls war sie im Vorstand der Grünen Jugend, nachdem sie irgendwie das zweite Mal da war. Und das heißt, wenn man sich engagieren will, wenn man Lust drauf hat, dann muss man eben keine Ochsentour machen, wie Sie das beschrieben haben, wie das häufig in den großen Parteien ist. Und man hat auch nicht die Hürde, dass man erstmal abgelehnt wird und alle gucken, oh, kann dies überhaupt, kann der es überhaupt, sondern man einfach drauf schaut, wo sind die Talente und was können wir heute schon mit denen gemeinsam machen. Die müssen nicht erst ewig warten, bis es mal soweit ist. Und die Fragen, die heute anstehen, gerade wenn es um die Klimakrise geht, das sind ja die Fragen, die muss die Generation ausbaden. Das sind ja nicht wir, die das ausbaden müssen, es ist diese Generation. Und deswegen ist es für mich auch richtig eine Verpflichtung, dass die dabei sind. Also meine eigenen Enkelkinder, aber auch eben die Generation meiner erwachsenen Kinder, um die geht es. Danke, Katrin Göring-Eckardt und Katja Sugen, dass Sie heute mit uns über den Generationenwechsel in der Politik gesprochen haben. Aber weil wir jetzt mit Ihnen hier live zwei starke Politikerinnen haben, würden wir gerne noch ein anderes Thema ansprechen, das Deutschland seit Wochen bewegt, und zwar den Fall Dieter Wedel. Was sagt Ihnen bisher dieser Fall, Frau Suding? Ja, das sagt, dass wir noch einiges zu tun haben in unserem Land, vermutlich. Also es ist ja eine Debatte, die aus den USA zu uns gekommen ist, unter dem Hashtag, unter dem Stichwort MeToo, die sicherlich auch dazu geführt hat, dass in Deutschland Frauen sich getraut haben, auch nach Jahren noch oder sogar Jahrzehnten an die Öffentlichkeit zu gehen und Dinge anzuprangern, die stattgefunden haben. Ist das eigentlich richtig, nach Jahrzehnten sowas wieder auf den Tisch zu bringen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da durchaus Wunden aufgerissen wurden, dass diese Frauen, meistens sind es ja Frauen, wirklich Trauma haben oder hatten, sodass sie einfach lange Zeit nicht über so einen Fall sprechen konnten. Und sie wurden jetzt sicherlich auch durch die Debatte, die wir in den USA erlebt haben, Herr Weinstein und andere, dazu ermutigt, nach draußen zu gehen. Und ich glaube, diesen Kick, den braucht es oft in solchen Fällen. Und deswegen ist es natürlich richtig, auch noch nach Jahrzehnten an die Öffentlichkeit zu gehen. Wobei man auch ganz klar sagen muss, ich habe die beiden Zeitdossiers auch sehr intensiv gelesen. Es ist auch richtig, dass Medien solche Stücke veröffentlichen, aber das ist natürlich keine Verurteilung. Also wir sind ein Rechtsstaat und bei uns werden Urteile von Gerichten, unabhängigen Gerichten getroffen, die Fakten ganz genau prüfen. Also das ist erstmal etwas, was ich hinnehme, was ich lese, aber wo ich auch klar sagen muss, ich breche da nicht den Stab über Herrn Wedel. Ich habe da auch gar nicht die Aufgabe, das zu tun. Mhm. Frau Göring-Eckardt, Sie sind sicherlich auch vertraut mit dem Fall Dieter Wedel. Wenn Sie sich die Fakten und die Informationen, die uns diese raussickern, verfolgen, was für Emotionen löst dieser Fall bei Ihnen aus? Wut vielleicht? Ja, es ist so eine doppelte Wut. Also auf der einen Seite haben offensichtlich ja Frauen sehr, sehr lange geschwiegen und haben sich aus Scham, aus gesellschaftlichen Gründen, wie auch immer, nicht getraut, darüber zu sprechen. Und ich bin dabei, Frau Sudig, es kann keine Verurteilung geben durch die Öffentlichkeit, sondern das muss juristisch geklärt werden. Aber das heißt eben auch, dass trotzdem es legitim ist, notwendig, dass die Opfer sprechen können und dass sie auch damit an die Öffentlichkeit gehen. Und das andere, was mich aufregt, ist, dass jetzt alle rumlaufen und sagen, ach, ja, schadet es nicht und was bedeutet das denn für so jemanden, wenn er dann öffentlich angeprangert wird? Und die allerwenigsten darüber sprechen, was es für die Opfer bedeutet, die dann nochmal Opfer werden einer Öffentlichkeit, die so nach dem Motto geht, hey, da ging es ja vielleicht doch nur um. Und dann ist so die Frage, ist es ein bisschen charming gewesen, ist es so ein bisschen nichts anderes als Flirt gewesen, etc. Und das finde ich in der Tat ein riesiges Problem. Die Opfer müssen reden dürfen, keine Vorverurteilung, na klar. Aber wir haben echt in unserer Gesellschaft offenbar noch einiges zu tun, dass es vollkommen klar ist, dass Frauen sich äußern und zwar sofort und dass sie nicht mit Gegenwehr und mit Verurteilung ihrerseits zu kämpfen haben. Frau Sögen, Sie haben gerade darauf hingewiesen, selbstverständlich gilt auch für Herrn Wedel die Unschuldsvermutung. Wir leben in einem Rechtsstaat, trotzdem nach Ihren persönlichen Empfindungen sollte Vergewaltigung verjähren?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist richtig, dass ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren da schon etwas getan wurde, dass also die Verjährung erst mit dem 30. Lebensjahr eines Opfers, potenziellen Opfers beginnt. Das ist sicherlich richtig. Ob das wirklich ausreicht, ob da nicht vielleicht sogar noch mehr getan muss, wir also die Zeiträume noch mehr erweitern oder die Verjährung vielleicht sogar ganz abschaffen, darüber bin ich gerne bereit zu diskutieren, weil das, glaube ich, wirklich ein Fall ist, wie wir gesehen haben, wo es Betroffene oft erst nach sehr, sehr langer Zeit schaffen, darüber zu sprechen, dann kann es natürlich nicht sein, dass man dann keine Ansprüche mehr geltend machen kann, dass es dann zu keiner Strafverfolgung mehr kommt. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Gleiche Frage auch an Sie, Frau Göring-Eckert. Wir reden ja jetzt über die Verjährung dieser Straftaten. Sollte Vergewaltigung aus Ihrer Sicht verjähren? Ja, wir wissen ja, dass das Leid der Opfer nicht verjährt und dass sie sich häufig sehr, sehr spät erst melden. Nichtsdestotrotz muss man sich genau anschauen, ich bin keine Juristin und auch keine Rechtspolitikerin, was das bedeutet im Vergleich zu anderen schweren Straftaten. Aber ich finde es total richtig, dass wir diese Debatte jetzt führen. Was heißt eigentlich Verjährung in so einem Fall? Und was heißt das für die Opfer und was heißt das eben auch für die Täter? Und deswegen glaube ich, ist die Debatte jetzt genau am richtigen Ort. Schlussfrage an Sie beide. Haben Sie sowas mal erlebt? Irgendwie vielleicht auch in der Politik, also so eine sexuelle Diskriminierung oder sexuelle Gewalt? Ich zum Glück nicht. Bei der FDP gab es ja auch eine Großgeschichte darüber, dass Frauen teilweise schweren Stand haben als Männer. Ja, wobei man bei so einer Debatte wirklich aufpassen muss, das ist etwas, was mich auch immer stört. Ich weiß ja, auf welchen Fall Sie anspielen, da hatten wir eine Situation, die sicherlich völlig unangemessen war, wo aber selbst die Betroffene sagte, sie hatte da selber gar kein Problem mit. Und das muss man wirklich trennen von Fällen, wo wirklich Missbrauch, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung stattfindet. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und das in einen Topf zu werfen, das, glaube ich, ist auch eine Verhöhnung der Opfer. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Auch an Sie die Frage, Frau Göring-Eckert. Haben Sie sowas selber mal erlebt? Also, nein, das, worüber jetzt die Rede ist, habe ich nicht erlebt. Aber was wirklich krass ist, ist, dass in der Politik Frauen häufig zwischen zwei Modellen entscheiden können oder sozusagen bezeichnet werden. Das eine ist, entweder sie ist ein Mädchen und sie kapiert sich ein bisschen dumm, oder sie ist halt eine Mutti, die sich um alles kümmert. Aber dass eine Frau tatsächlich Macht hat und dass eine Frau wirklich Einfluss hat in der Politik, das möchte man ihr nicht zuschreiben. Und das ist ja auch ein Teil davon, ja, dass es so eine Zuschreibung gibt, die mit der Frauenrolle zu tun hat und die ganz selten öffentlich passiert, aber eben so nach dem Motto, das passiert im Netz, das passiert mal in einem persönlichen Gespräch und dann soll man gleich erstmal ja, 2 Stufen kleiner gemacht werden. Und das habe ich jedenfalls gelernt, damit umzugehen, das passiert mir nicht. Herzlichen Dank, Frau Göring-Eckert. Danke, Frau Suling, für diese auch persönlichen Einblicke. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, und wir bleiben beim Fall Dieter Wedel, der natürlich ganz Deutschland beschäftigt und über den diskutiert wird. Und wir begrüßen dazu eine Frau, die als Anwältin auf Fälle von sexueller Gewalt spezialisiert ist, die viele Opfer von Vergewaltigungen bereits vertreten hat. Guten Morgen, Manuela Reibold-Rohlinger. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Ja, der Fall Dieter Wedel schlägt hohe Wellen in Deutschland. Das ist unser MeToo-Fall, unser Harvey Weinstein, wenn Sie so wollen. Einige Deutsche fragen sich auch, es ist ein bisschen skurril, dass dieser Fall jetzt nach so vielen Jahrzehnten hochkommt und öffentlich diskutiert wird. Ihre Meinung? Ja, meine Meinung dazu, die schließt sich ein bisschen an die Vorreden. Es ist gut, dass wir darüber jetzt sprechen, denn es gibt immer sehr viele Gründe für Frauen, warum sie so lange brauchen, bis die Anzeige dann tatsächlich erstattet wird. Das ist ein bisschen schade, dazu würde ich gerne gleich was sagen. Aber die Gründe, warum erstatten die Frauen so spät die Anzeige? Natürlich haben sie Angst vor Konsequenzen. Sie haben auch Angst, dass man ihnen nicht glauben könnte. Und sie haben vor allen Dingen Angst vor den Justizabläufen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und zum Schluss natürlich auch das Trauma, das man erlebt hat. Je schwerer das Trauma, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die Frau sehr schnell anzeigt, was sehr, sehr schade ist. Ich hatte in meiner Kanzlei mal eine Managerin als Mandantin, die kam in meine Kanzlei, da dachte ich, die kann ja kein Opfer gewesen sein, weil sie so tapfer und stark war. Und diese Frau war Unfallzeugin geworden, die einem Sterbenden auf der Autobahn beigestanden hat. Und dann, nachdem die Polizei und die Krankenwagen kamen, konnte sie zu ihrem Auto gehen und erlebte da einen Flashback. Sie hat plötzlich Bilder von
sexuellen Übergriffen in ihrem Kopf und hat erst dann später mit Therapeuten herausgefunden, dass sie als Kind schwersten Missbrauch erlebt hat. Diese Frau hat es dank der dann doch verlängerten Verjährungsfrist geschafft, dass man tatsächlich diesen Fall angezeigt hat. Wir haben den Fall auch verhandelt bekommen, also das Ermittlungsverfahren lief durch, wurde Anklage erhoben. Aber der Zeugin war es nicht möglich, aufgrund des starken Traumas im Verfahren so zu erinnern, dass eine Verurteilung möglich war. Und da komme ich zum anderen Punkt, den ich so wichtig finde. Ich finde, dass Frauen darüber, die brauchen Unterstützung, früh anzuzeigen. Denn das ist der beste Weg, die Taten aufzuklären. Sie haben gerade ein Beispiel genannt von jemandem, der lange gebraucht hat. Sollte Vergewaltigung verjähren, Ihrer Meinung nach? Auch das ist sehr ambivalent. Natürlich dient die Verjährungsfrist auf jeden Fall den Rechtsfrieden und natürlich auch der Resozialisierung des Täters, der Täter geworden ist und den man ja normalerweise wieder in die Gesellschaft integrieren möchte. Aber man muss auch an die Opfer denken, die eben viele Gründe haben, warum sie so lange brauchen. Ich habe eben einige Punkte aufgezählt. Und auf der anderen Seite muss man aber auch darüber nachdenken, dass wenn diese Taten nicht verjähren, dass es gegebenenfalls dazu beiträgt, eine abschreckende Wirkung zu zeigen und den Täter von den Taten abhalten kann. Man muss es diskutieren, ist vielschichtig, aber grundsätzlich ist es sehr ambivalent, das mit Ja oder Nein zu beantworten. Sie haben ja bereits schon erläutert, warum sich so viele Frauen erst so spät erklären bzw. offenbaren. Viele Hemmschwellen, die da natürlich mit eine Rolle spielen. Wenn Sie sich den Fall Dieter Wedel anschauen, das spielt ja in der Filmbranche und da geht es natürlich um Macht, um Ruhm, um Einfluss. Ist so ein Umfeld typisch? Ist ein Umfeld typisch? Verleitet so ein Umfeld dann eher zu solchen Taten? Also ich glaube, dass die Schauspielbranche sehr, sehr speziell ist und ich glaube auch, dass diese Branche sehr männlich hierarchisch geprägt ist und dass es da Seilschaften gibt. Mich erschreckt viel mehr, dass im Umfeld der Abläufe dort, also auch die Sender und Verantwortlichen, dass man da geschwiegen hat, das finde ich viel verwerflicher, ehrlich gesagt, als der Frau jetzt vorzuwerfen, sie hätte so lange gebraucht, bis sie Anzeige erstattet hat. Für einen Schauspieler gibt es aber oft keine Alternative, weil er diesen Beruf ja nur in dieser Sparte ausüben kann. Und da gehen viele Frauen gegebenenfalls, oder sind in der Vergangenheit viele Kompromisse eingegangen, die man nicht eingehen würde, wenn man Alternativen hätte. Das es mag in diesem Bereich, in diesem Berufsbereich so sein. Sehr bedauerlich, weil ganz klar, je früher eine Tat angezeigt wird, umso besser ist das. Und Opfer sind aber ja, eben in den beruflichen Umfelden, in den beruflichen Umfeldern oft gefangen in einem Ablauf. Das muss man auch brechen. Die Frauen müssen wissen, an wen sie sich wenden können und da muss echte Hilfestellung her. Da gibt es noch einiges zu tun bei uns. Sie haben gerade die Besonderheiten der Branche angesprochen. Wir wollen jetzt einen Mann mit ins Gespräch holen, der mit Dieter Wedel im Schattenmann gespielt hat, den US-Journalisten Don F. Jordan. Guten Morgen. Guten Morgen. 23 Tage haben Sie mit Dieter Wedel damals gedreht für den Schattenmann. Wie haben Sie diesen Mann kennengelernt? Es tut mir leid, wir haben ein technisches Problem. Noch einmal bitte die Frage. Ich höre Sie, ich hoffe, Sie hören mich. 23 Tage haben Sie mit Dieter Wedel gedreht damals für den Schattenmann. Ja. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Ich habe ihn als einen sehr intensiven Mann, aber einen Mann, der von Fairness und Empfindsamkeit geprägt war. Und wissen Sie, ich habe alle diese Vorwürfe mit angehört und zum Teil studiert. Da sollte man eine überdurchschnittliche Begabung haben für Beobachtung und auch Menschenkenntnisse. Und nach 23 Tagen mit Herrn Wedel in Frankfurt, in Florenz, in Miami und sogar in Köln, kann ich wirklich mir nicht vorstellen, dass Dieter Wedel ein gewalttätiger Mensch war oder ist. Und es tut mir leid, wenn Leute heute wie der Schauspieler Michael Mendel hervortreten und sagen, damals hätten sie keine Zivilcourage gehabt, um die angeblich
belästigten Frauen zu verteidigen. Und jetzt hat er auf einmal Zivilcourage, auf einen Mann, der unten liegt, drauf zu hacken. Das finde ich schon sehr verwerflich. Aber Sie sind natürlich jetzt ein Mann, der diese Argumentation aufwirft. Sie loben die Atmosphäre am Set und die Erfahrung mit Dieter Wedel. Aber wie ist er denn mit Ihren weiblichen Kolleginnen umgegangen? Wie haben Sie denn insgesamt die Atmosphäre am Set wahrgenommen? Natürlich sehr intensiv. Wie gesagt, Herr Dieter Wedel ist ein Perfektionist, der keine Unprofessionalität toleriert. Natürlich ist er manchmal ausgerastet, aber er hat nicht nur Frauen, verbal angemacht, sondern auch Männer. Ich habe das erlebt mit Mario Adolf, als er mal seinen Text nicht konnte. Da ist er Mario Adolf genauso angegangen wie Frauen, die ihre Texte nicht beherrschten. Also ich habe da keinen Unterschied merken können. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, in einer Welt, wo leider die Werbung und Showgeschäft und alles Frauen dazu zwingt, mit ihren weiblichen Anreizen weiterzukommen oder auf sich aufmerksam zu machen, passieren solche Sachen. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass wie eine Frau, die behauptet, nicht wahr, Dieter Wedel hätte sie im Auto vergewaltigt. Also entschuldigen Sie, Dieter Wedel ist ein schmächtiger Mann, der auch noch eine kleine Körperbehinderung hat. Und das ist einfach für mich als jemand, der ihn ein bisschen kennenlernte und beobachtete, unvorstellbar. Die Vorwürfe sind ja sehr eindeutig und aktenkundig. Der Regisseur Simon Verhoeven sagt, ich schäme mich für die Mechanismen meiner Branche, die es diesem Sadisten und brutalen Gewalttäter erlaubt haben, jahrzehntelang Frauen zu vergewaltigen und zu quälen. Was sagen Sie dazu? Naja, natürlich gibt es Menschen, die ihre Machtposition ausgenutzt haben, ihren Einfluss ausbenutzt haben, um Frauen sexuell auszubeuten. Und vielleicht hat Dieter Wedel die Situation manchmal, wo Frauen, was ich auch beobachtet habe, sich an ihn rangemacht haben, ausgenutzt hat, um seine Gelüste nachzugehen. Aber dass er gewalttätig geworden sei oder jemand vergewaltigt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mich irren. Ich war nicht dabei. Und es gibt keine Beweise dafür. Ich war nicht dabei. Aber von dem, was ich beobachtet habe, in allen möglichen Situationen, war das nicht der Fall. Und es ist wirklich schade, dass Maya Maranoff und Jennifer Nitsch, die zwei Hauptdarstellerinnen und Reizfiguren im Schattenmann, es ist wirklich schade, dass sie nicht mehr leben. Denn ich glaube, sie würden auch bezeugen, dass Dieter Wedel zwar sich für das andere Geschlecht immer intensiv interessiert hat, aber sicherlich kein Vergewaltiger ist. Don F. Jordan kann sich das nicht vorstellen, aber natürlich auch nicht ausschließen, wie er selber sagt. Er war eben nicht dabei. Deswegen die Frage auch an Frau Reibold-Rollinger zum Abschluss. Was sagen Sie, wenn Sie Don F. Jordan heute Morgen hier sprechen hören, Ihre Reaktion? Zum Fall Wedel kann man wirklich nur Aussagen machen, wenn man die Akte gelesen hat. Und das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Was mir wichtig ist, dass verstanden wird, warum die Frauen so lange gebraucht haben, die Anzeige zu erstatten. Was mir aber auch wichtig ist, dass ich davon überzeugt bin, dass wenn Frauen früh anzeigen, die Tat für sie selbst auch leichter und besser zu verarbeiten ist. Und das sollte unser Plädoyer werden und die Konsequenz aus diesen Abläufen, die gut sind, weil sie diese riesige Dunkelziffer, die es hier in Deutschland gibt, vielleicht ein wenig aufhellen kann, die Frauen Mut finden. Dazu braucht es aber auch auf jeden Fall im Umfeld der Opfer Netzwerke und Unterstützung, damit Frauen gut diesen Weg gehen können. Das ist nicht so einfach. Hier in Mainz beispielsweise gibt es einen Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen und Kinder. Da können sich Frauen hinwenden und da ist ein Netzwerk von Staatsanwälten, Anwälten, Betreuungsstellen, die die Frau begleiten können. Und meine Erfahrung ist, je früher die Anzeige, umso besser. Und wenn eine Frau einen Prozess durchsteht, dem Täter die Stirn bietet,
ist die Verarbeitung der Tat wirklich noch auch nach langer Zeit möglich und je früher das geschieht, umso besser. Je früher, desto besser, sagt die Anwältin Frau Reibold-Rollinger und natürlich auch vielen Dank an Don F. Jordan für seine Ausführungen zum Fall Dieter Wedel, der uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird. Und wir diskutieren jetzt über einen Mann, der die Welt mit seinen Möbeln wirklich verändert hat. Ingvar Kamprad, Mr. IKEA. Und dazu schalten wir live nach Schweden zu Malou von Sievers, Schwedens bekanntester TV-Talkerin, die ein sehr seltenes Interview mit Ingvar Kamprad geführt hat. Good morning, Malou. Good morning, how are you? Good, thank you. We're talking about Ingvar Kamprad because Germans know Sweden through IKEA. And or also through IKEA, what does it mean for Sweden, his death? It means a lot. I think he's so much Sweden. You said Mr. IKEA, he's probably Mr. Sweden as well. And when Swedes go for vacation, they see these big buildings with blue and yellow and it's the Swedish flag. So it's a great loss, I think, for many Swedes. Very private man, as we understand. You were one of the few journalists who actually had the pleasure of interviewing him. What kind of impression did he make on you? What kind of man was he? He was kind of a simple man. I think he kept his personality all through his life. And he was very nice and he was a really good storyteller. He told me about the hot dog, which is one of my favorite stories. Do you want to hear it? Yes, please. Absolutely. Well, he always had the person, the client that didn't have much money in focus. That was his philosophy. So he told me that, you know, when you have paid and you go through the cashier with tired children that are screaming and probably you are maybe having a fight with your husband or wife. And then there is this hot dog, you know, that £5 for a hot dog and a Coca-Cola, for instance. And that has been for years and years. And the board said, we can't go on with this anymore. We lose so much money. And Ingvar Carlsson took up his calculator, his pocket, and said, depends how you calculate. And then he says, £5 multiplied by with 10 million. And they were totally quiet in the room. And then he told me, but there is a much bigger thing with this, is that you have children in the back of your seat that are happy, and you will probably go back to IKEA with a good memory. And this is the most important thing, he said. So the hot dog was £5 for a hot dog and a Coke. And even in Germany, it's very, very popular, the hot dog stand right after you exit the cashier after a very exhausting, usually an exhausting day in IKEA. So we can totally relate to that story. You've also walked through an IKEA house with him. What was that like? Well, he saw things all over and he just called for the staff and he said, you have to, this is not good. You have to change this and that. And because people will not understand what you're doing. And I saw all the time that he was totally right. And they immediately, of course, rearranged everything. So he had this eye and he just loved to go through the shops and to talk about, to talk to the staff. He really cared about all this. IKEA obviously is one of the most prominent brands all around the world. How proud are Swedes, not just of IKEA, but of Ingvar Kamprad himself? Well, when you hear today and yesterday when he died, I think that people are really, some cried and small children wrote in his book. And I think it's, we are really proud of, it's one of the greatest entrepreneurs that have ever lived, I think. You also mentioned that he was a very modest man, that he didn't like to spend any money. Did he tell you that? There is a story that when he came into a hotel room, he always said to his staff, don't ever take anything from the minibar. Go out and buy it outside. It's much cheaper.
And it's quite funny for a person being one of the wealthiest persons in the world. Estimated at 40 billion euros, so. Well, then the minibar, of course, can put a damp on your wallet, no doubt. But now, of course, he has passed. And what do you think? Well, what kind of memory, what kind of honor will Sweden bestow upon him in the aftermath? I think we will remember him as an entrepreneur, because I was listening also when he gave a speech at the Lund University, and he gave his testimony, and they were sitting like, you know, totally still listening to this and writing down every word he said. So I think it's not only IKEA, but also how his philosophy, and also he never went into the stock market, which I think is quite interesting. So he's a role model for a lot of things, and he will be remembered like that. Many thanks to Malou von Sievers for joining us this morning live from Sweden. All the best to you from Berlin. Thanks for joining us. Thank you. Und wir wollen noch ein letztes Thema aufgreifen, in dem es auch viel um Moral geht. Deutsche Waffenlieferungen. Seit einigen Tagen wissen wir, dass das türkische Militär auch in Syrien deutsche Panzer einsetzt. Was bedeutet das für uns und wohin dürfen wir deutsche Waffen liefern? Und darüber sprechen wir mit Peter Wesemann vom Stockholm International Peace Research Institute. Good morning. Good morning. We know your reports. One question ahead. Do you think weapons are immoral per se? I personally don't think so. And I don't speak for CPRI or anything like that. It's just that weapons may have their particular use. Just a simple example is weapons are being used by German peacekeepers in Mali, and they have a function there. But it's more the question, when do you weapons in the appropriate way? And how do you make sure that everyone does so? And also, how do you make sure that there's an arms exporting country? You don't have countries which use your weapons, which you have supplied, in the wrong way. And when it comes to arms exporting countries, Germany is very much up there on the list, of course. How many active conflicts right now are taking place with German arms being involved? Do you know? Oh, that's a very hard question. No, I don't know. But of course, I mean, you will find examples where either German weapons are used directly, or where the, let's say, the military components which Germany makes and which are used in other weapons are used. And then there are two key examples ongoing right now. And it is, of course, the tanks which are being used in Syria, which come directly from Germany. And we also see in Yemen, where a country like Saudi Arabia is using combat aircraft they made in the UK, or they put together there, but they contain a lot of German components too. So the two examples of controversial cases where German military technology is being used right now. Can a government even control where exported weapons will be used? The government can always try. You can have export controls, you can have export restrictions. You have a process in Germany, as in all other European states, where you carefully make an assessment, where you look at, okay, what are the risks that weapons which we export are going to be used in a certain country, or the risk that that country which wants to have our weapons is going to supply them to someone else. Now, and then you make a decision, and often enough, a country like Germany will say, okay, we don't supply weapons to, for example, Russia, or to a whole range of maybe African countries. But then, of course, you do supply arms to Turkey. You think they will use them in the right way, and they don't. And then you have a dilemma. What do you do then? The first step you take, and that's being done now by the German government last week, is to stop further arms exports to Turkey. And then you may consider maybe other steps. But the reality is that it usually stops with that particular point. You don't supply any further arms, or at least you don't do that for a certain time. Your work on global arms proliferation and arms control is widely known. At the end of the day, though, arms control is a tricky thing, no? It's a bit tough to pull through. This is a reality that we have to deal with. Yes, that is correct. Arms control is what we strive for, but the reality is
still that all states in the world have armed forces, and that there are many parts of the world, particularly the Middle East, where the whole concept of arms control, where countries themselves, so to say, would look at ways to agree with each other or other about how many weapons are the right number for that particular region, that is extremely hard to make people understand that, that is one way to create or to help to create peace and security in the region. And that's an extremely difficult task. We also see in Europe right now that after some decades in which there have been clear arrangements between, of course, on the one hand, Russia and the other hand, the rest of Europe, about how to balance your armed forces, that there are big changes there now, and that we also see that in Europe there is an increased interest in armed forces and weapons as the, let's say, the major tool for creating peace and security in the region. And that's a worrying development. Thank you very much, Peter Wiesmann, for being with us this morning to at least raise the discussion on this important issue that's been keeping us busy. Ja, das war mal wieder ein sehr themenreicher Montagmorgen hier. Natürlich die jüngere Generation in der deutschen Politik, die nach oben drängt, aber auch der Fall Dieter Wedel, der Tod des IKEA-Gründers und jetzt zuletzt Waffenexporte, deutsche Waffenexporte. Was sagen unsere Zuschauer? Ne? Sehr breit heute früh. In der Tat, ja. Ja, es bewegt, glaube ich, alle Themen haben die Leute bewegt. Gabriele Fontaine schreibt am ganz zu Beginn der Sendung, bin ebenfalls der Meinung, lasst endlich die Jugend ran. Merkel und Schulz sollten einsehen, dass ihre Zeit vorbei ist. Sie bringen nichts. Die Politik ist vollkommen verfahren. Da gibt es einige Stimmen, die das ähnlich sehen, unterstützend. Natürlich auch auf einzelne Personalien dann gerne eingehen. Zur Diskussion um Wedel schreibt Victoria Hage-Kinser, natürlich muss auch nach vielen Jahren über Missbrauch berichtet werden. Was für eine Frage. Also ganz eindeutig Unterstützung der Frauen. Gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, naja, warum kommt das jetzt eigentlich so spät, wo Dieter Wedel schon im gesetzten Alter ist und man vielleicht auch sich mit dem nichts mehr verscherzen kann, weil er nicht mehr so wichtig in der Branche ist. Das schrieb Barbara Kohler, aber grundsätzlich große Unterstützung. Und auch der Waffenhandel wird als großes Problem empfunden, zum Beispiel von Heike Schmidt, die findet, das ist ein wichtigeres Thema als die MeToo-Debatte. Im Gegensatz dazu findet sie MeToo weniger wichtig, aber man kann die Sachen natürlich nicht miteinander vergleichen. Das sind beides Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also keine frustrierten IKEA-Kunden, die ihr Regal heute Morgen noch nicht zusammenbasteln konnten. Nee, nur Herr Kuhle, der hat 7 Stunden für sein Bett gebraucht. Gibt es ja den berühmten Spruch, lebst du schon oder schraubst du noch? Ja. Und scheint bei ihm so gewesen zu sein. Also, dann wünschen wir ihm zumindest viel Glück für die nächsten Aufgaben in der Politik, wenn es schon mit dem IKEA-Regal nicht ganz geklappt hat. Ja, das war's eigentlich schon, Anna, oder? Das war's. Ihnen eine schöne Woche.